Guten Morgen. Guten Morgen. Ich stolper ja immer wieder mal so, wenn ich YouTube durchforste oder es wird mir gleich vorne angezeigt in den Vorschlägen, in den YouTube-Vorschlägen, Videos von Wegbegleitern und anderen Messer-Afficionados, wie ich sie nennen mag. Und die machen immer so Videos und Videoantworten auf Dinge wie zum Beispiel die einzigsten 10 Messer, die einzigsten 5 Messer und die einzigsten 3 Messer. Und gelegentlich schaue ich mir diese Videos an, zumindest von den YouTubern, die ich gerne mag oder denen ich gerne zuhören mag oder die ein gutes Thumbnail machen oder einen guten Titel, der mich immer so ein bisschen reizt. Was mich so ein bisschen an diesen Videos immer so auffällt, ist, ich finde, die sind immer nicht zu Ende gedacht. Ich weiß, dass die meisten, die meinen Kanal gucken und meine Wenigkeit inklusive, wir haben ja mehr als ein Messer, zwei Messer, drei Messer, vier Messer, fünf, zehn, 20. Also wir haben auf jeden Fall alle eine Menge Messer, oder aber wir hatten sie mal. Was ist denn aber, wenn man den Gedanken mal weiterspinnt und darüber nachdenkt, was passiert, wenn man nur ein Messer sich aussuchen müsste, bis zum Ende aller Tage? Und das soll Thema des heutigen Videos sein. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Buy Me a Coffee Link, unterstützt meinen Kanal gerne oder gebt mir einen Super Thanks, würde mich wahnsinnig freuen. Ich trinke jetzt einen Kaffee und dann springen wir eigentlich auch gleich ins Video. Bis dann. So, was ist, wenn man nur ein Messer hätte? Tja, ich möchte vielleicht erstmal über das Setting reden. Dann wird, glaube ich, auch schon klar, welche Messer in den engeren Fokus kommen könnten oder was so meine Gedanken sind dazu. Also, ich gehe mal von einem friedlichen Szenario aus. Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass morgen die Zombie-Apokalypse losbricht oder hier für uns in Schweden sehr präsent irgendjemand einmarschiert und uns übernimmt. Davon gehe ich mal gar nicht aus. Ich gehe wirklich von normalen Tätigkeiten aus, die mich in meinem Alltag und in meinem Hobby beschäftigen. Ja, also von berühmter Apfel, der werden wir wieder. Und nein, der wird heute nicht geschnitten. Vom Apfelschneiden bis hin zum Stöckchenschnitzen bis hin zum Bushcraften in gewissen Rahmen. Ja, was wäre da das einzige Messer, was ich mitnehmen würde? Ich werde euch heute ein paar vorstellen. Es gibt sogenannte Honorable Mentions, ja. Und was es auf jeden Fall schon mal nicht ist, das einzige Messer, was ich mir aussuchen würde, ist, gib mir mal eine Sekunde, das hier. Ja? Das habe ich heute irgendwie mal eingepackt. Das LTC von Fake Kniven. Das ist ja nicht das Messer, was ich auf jeden Fall für bis zum Ende aller meiner Tage an meiner Seite als einziges Messer hätte. Ich lege es mal zur Seite. Nun ist ja diese Palette von hin zu EDC-Aufgaben bis hin zu Wald sehr weit gefächert. Und ich habe in meinem letzten Video da oben ja durchaus mein Konzept eines Messers vorgestellt, was eben schon relativ diesen Spagat machen soll und hoffentlich auch kann. Und da kommt noch was zu, bleibt gespannt und bleibt dran. Aber es ist an und für sich schon relativ schwer, ja, da irgendwie alle Haken setzen zu können. Ist es ein EDC-Messer? Ist es ein Messer fürs Wald, für den Wald, Entschuldigung? Und dann hat ja jeder von uns noch andere Präferenzen. Und dementsprechend genießt das, was ich sage, mit Nachsicht. Den ersten Kandidaten, oder das erste, was es definitiv nicht ist, wäre zum Beispiel sowas hier. Das ist ein Bering Made. MacVie SOG oder SOG MacVie, wie auch immer. Bowie, das hier ist im Studebaker Star, Stahl. Stahl. Sowas wäre es definitiv nicht. Auch wenn es ein wunderschönes und ein sehr taugliches Messer ist. Das wäre es definitiv nicht. Es wäre mir zu unhandlich, über diese große Ausnehmung des Bowies hier und über den Guard. Also es wäre es halt einfach nicht. Wir packen es mal zur Seite, einfach damit das mal gesehen hat. Was ist es denn auch nicht? Jetzt kommt der Traktor. Super. Das wäre es auch nicht. Ja, ich halte es mal in die Kamera. Ein Bassi Combat habe ich auch schon mal vorgestellt. Das wäre es am Ende des Tages auch nicht. Ja. Wäre mir zu schwer, zu klobig. Kann sicherlich alles mitmachen. Und wenn man von einem Survival-Szenario ausgeht, wäre das, glaube ich, so meine allererste Wahl, von dem, was ich zumindest habe, gerade da habe.
wenn ich mir auf dem freien Markt was anderes aussuchen dürfte, wäre es sicherlich was anderes, aber das wäre die Option, wenn ich es da hätte. Gehe ich aber nicht von aus, fällt also auch erstmal weg. Ich muss mal kurz Hallo sagen, eine Sekunde. Macht mal so. Was es auch nicht ist, habe ich auch gepriesen. Mein Lieblingsholzarbeitsmesser ist das RJ Evans. Ich weiß gar nicht, MK1, MK2, Asche auf mein Haupt. Wundervolles Scandi-Messer. Das ist es definitiv nicht. Was ist denn aber so in die engere Wahl gekommen? Also, in die engere Wahl gekommen ist für mich erstens mal, na fangen wir damit an. Erstens mal das hier. Von White River, das Hunter. Und alle Messer, die ihr sehen werdet, bewegen sich ungefähr in dieser Größenordnung, also Klingenlänge. Ja, warum? Die Klingenlänge sind so um die 10 cm und ich finde 10 cm sind, lass es auch 11 sein, ja, maximal 12, aber in der Größenordnung sind es Messer, die man gut wegpacken kann, die man gut verstauen kann, die nicht zu klobig sind, die meistens eher leichtgewichtig sind. Sie sind sehr führig, gerade wie dieses White River Hunter. Es ist extrem angenehm in der Hand. Man kann gut vorfassen, man kann alles damit machen. Es ist ein Flatgrind, sowieso ein sehr universeller Anschliff. Das ist sozusagen einer der drei Kandidaten gewesen, die ich in die sehr enge Auswahl ziehen würde. Oder gezogen habe, ja nicht würde. Wahnsinnig gutes Messer, ja. Es macht nicht den ersten Platz, so viel kann ich vorwegnehmen, aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, der sich traut, hier vorne die Schleifkante noch ein bisschen feiner zu machen, weil das muss man definitiv tun bei dem Messer. Es kommt ein bisschen zu dick, aber also der Schleifwinkel ist nicht gut gesetzt. Aber wenn man weiß, wie man schärft und wenn nicht, guckt euch gerne meine Videos an, kriegt man dieses Messer zu einem wundervollen EDC Draußenmesser. Ja. Messer Nummer 2, was in die engere Auswahl kam, ist letztendlich natürlich das Tiny von UG Tools. Ja, hier die Version im Magna Cut. Ich habe auch dazu ein Video gemacht, ich habe es sehr gelobt und ich lobe die Mission und die Messer der Jungs immer noch. Kam auch in die engere Auswahl. Auch ein unglaublich vielseitiges Messer, wie ich finde. Ein extrem guter Begleiter. Mega leicht, kann ich gar nichts Schlechtes zu sagen. Ja. Warum ist es das nicht geworden und welches ist es denn überhaupt geworden? Der erste Platz. Der erste Platz ist ein Messer geworden, das ich noch gar nicht vorgestellt habe. Das habt ihr auf diesem Kanal noch gar nicht gesehen. Ich habe es aber im Privaten sehr oft in der Hand und benutze es sehr oft, weil ich es eigentlich mag. Und warum habe ich es noch nicht gezeigt? Weil ich gar nicht wirklich viel über das Messer erzählen kann. Und das kommt mal selten vor. Bevor ich es euch in die Kamera halte, Vorgeschichte. Ich habe dieses Messer nicht neu gekauft, ich habe es auf dem Loppis gekauft. Für euch Schwedenurlauber, die werden es wissen, was es ist, für euch nicht Schwedenurlauber so rum. Ein Loppis ist quasi ein Flohmarkt. Die Schweden stehen auf Flohmärkte, machen sie alle Nase lang. Und das habe ich auf dem Flohmarkt gekauft für 10 Euro, was relativ teuer ist, aber das war es mir wert. Und jetzt kommt's. Das wäre meine erste Wahl, wenn ich mich auf nur ein Messer festlegen müsste. Ja, ihr kennt es schon anhand der Scheide. Die ist wirklich, also das Messer ist schon alt, ja. Es sieht nicht neu aus. Es ist auch bei weitem nicht neu, es ist alt. Die Scheide ist eine sehr klassische, ja, aus dem nordischen Raum. Und jetzt lasst es mich mal ausnehmen. Ich habe die Scheide nämlich enger gemacht, weil ich das Messer nacharbeiten musste. Das ist es. Das Ding bei diesem Messer ist, es ist ein Poco von Martini. Man sieht es hier auf der Klinge, es ist wie so ganz fein eingekratzt. Ja, Martini Finnland steht da, J. Martini Finnland. Und hier unten auf der Schneide, die so katastrophal aussieht, und dazu komme ich gleich noch, stand auch mal drauf, welches Modell es ist. Ich weiß es nicht, es muss ein älteres Messer sein, weil dieser Tommy Poco Anschliff, und das ist einer, weil der Messerrücken ist dünner als die Mitte des Messers, wo der eigentliche Grind losgeht.
ist eigentlich noch konkav. Das gibt mir zu denken, weil das Messer muss also tatsächlich auf einen großen Stein geschliffen worden sein. Warum sieht es jetzt so aus, wie es aussieht? Und ich komme gleich dazu, warum ich es als ersten Platz sehe. Es sieht einfach so aus, weil der Vorbesitzer daraus versucht hat, einen Sirus Gandhi zu machen. Und wer weiß, wie manche Tommy-Pukus funktionieren, vor allen Dingen, wenn sie eher konkav geschliffen sind, haben eine extrem feine Schneide und auf solchen Pukus liegt nicht selten und auch mit voller Absicht eine Mikrophase drauf, die verhindert, dass die Scheide einfach knickt. Die sind nicht so durchgehärtet, die Stähle, die brechen weniger aus. Die können sie auch natürlich bei komplett falscher Behandlung, aber sie, zumindest die ich kenne, und das bei dem war es genauso, machen halt einfach Dents, also Dellen. Ja. Warum das? Erstens, wer einmal ein Puku in der Hand hatte, ein gutes Puku, muss man dazu sagen, und nicht irgendwie was von einer amerikanischen Firma, die dann ein Full-Tank-Puku machen, was gar kein Puku ist, weil ein Puku zeichnet aus, dass der Erl immer ein Red-Tail oder ein durchgehender Erl ist, aber kein Full-Tank, ja, hinten vernietet oder verschraubt, das spielt keine Rolle. Wer einmal so ein Messer in der Hand hat und damit im Holz gearbeitet hat, denkt sich einfach nur, krass, das stinkt, das muss ich echt so sagen, wie es ist, da stinkt jedes Scandi gegen ab. Ja. Puku, und es werden demnächst weitere auf meinem Kanal kommen, ich bekomme mal die Empfehlung, ein Malanica Puku mal vorzustellen, ist natürlich im Zulauf. Ja, ich höre ja auf euch. Dieses Puku ist halt erstens steinalt, es hat was zu erzählen, deswegen mag ich es. Ich schätze mal, dass es aus den 1960er Jahren kommt. Warum? Weil in dieser Lederscheide ist innen drin eine Plasteschutz drin, damit die Klinge das Leder nicht zerschneidet. Und ich schätze mal, daher aus den 1960er Jahren wird es kommen. Korrigiert mich übrigens in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Ich bin kein Martini-Kenner. Ja? Ich habe zu dem Messer nichts finden können. Es ist sehr schneidfreudig im Holz. Es ist super, super gut mit Lebensmitteln. Ganz normale Aufgaben wie nochmal Food Prep, Steckchen schnitzen, alles was du so machst, ja, das kann dieses Messer par excellence. Und ich bin schwerst beeindruckt und ich bin froh, dass das mein erstes Puku ist. Erstens hat eine Geschichte zu erzählen, weil es alt ist. Ich musste viel daran nacharbeiten. Es war mit einem ganz dicken Lack versehen, der aufgeblättert ist und in den Händen schon geschmerzt hat. Das Messing war komplett zugerotzt. Ja. Über den Stahl kann ich euch auch gar nichts sagen. Ja. Er verhält sich und das finde ich relativ eigenartig. Es müsste ja ein Carbonstahl sein, also ein Stahl mit sehr wenig Chromanteil. Es müsste eigentlich anlaufen und rosten, hat es bis jetzt noch nicht getan. Aber vielleicht kann mir jemand von euch da sagen, was da das Geheimnis ist oder war. Oder vielleicht bin ich da auf dem Holzweg. Das wäre mein eines Messer. Ein Aufruf an alle von euch, an alle deutschsprachigen YouTuber. Macht's mir doch mal nach. Zeigt doch mal euer eines Messer, für das ihr euch entscheiden würdet. Nicht drei, das ist ja langweilig. Ja, dann macht jeder ein Klappmesser, jeder hat ein Fixed Knife und dann irgendwie noch ein Luxusmesser, ein Multitool oder so. Ja, macht doch mal das eine Messer, was ihr bis zu eurem Lebensende an eurer Seite haben wollen würdet und dem ihr komplett vertraut, ohne dass es ein Multitool ist. Das wäre mal mega interessant. Meins bei dieses Martini Puko, Tommy Puko, wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. So, ich bin auf eure Videos gespannt. Hattest du jetzt die Hey!